Auf den Straßen Tokios sorgt ein ungewöhnliches Paar für Aufsehen. Die Riesenschildkröte Bonchan und ihr Besitzer, der Bestatter Hisao Mitani. Wenn die beiden zu ihrem täglichen Spaziergang aufbrechen, sind sie ein Blickfang in der Millionenmetropole. Die 1 Meter große und 70 Kilogramm schwere Spornschildkröte lebt in einem Stall in Mitanis Bestattungsinstitut und begrüßt dort die Kunden. Wenn Familien in Trauer zu uns kommen und Bonchan sehen, müssen sie für einen Moment lächeln. Das ist doch toll. Vor 20 Jahren kaufte Mitanis Frau die afrikanische Landschildkröte. Seit vielen Jahren geht der 62-Jährige nun schon mit seiner Schildkröte jeden Tag spazieren. Wer bei den Ausflügen im Schneckentempo das Sagen hat, ist nicht immer klar. Er ist sehr frech. Er versucht, andere Wege als die üblichen zu nehmen. Und er versucht, völlig neue Wege einzuschlagen. Das ist ein bisschen anstrengend. Wenigstens davonrennen wird Schildkröte Bonchan seinem Besitzer wahrscheinlich nie. In Japan gelten Schildkröten als Symbol für Langlebigkeit. Einem örtlichen Mythos zufolge können sie 10.000 Jahre alt werden. Bestatter Mitani ist in seiner Gegend bereits als unsterblicher Schildkrötenmann bekannt.